So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Stream. Wir starten heute direkt rein. Jetzt sehe ich gerade nur, dass mein OBS sich ein kleines bisschen verabschiedet hat, was natürlich jetzt nicht sein sollte, aber ja, keine Ahnung. Funktioniert's? Es funktioniert perfekt. Guten Abend. Könnte man fast sagen, du übernimmst für eine Runde die S26 von Südkreuz bis Weidmannslust. Die Bauarbeiten sind nicht fertig geworden, wodurch jetzt Chaos im Berufsverkehr ist, versuche aber trotzdem pünktlich zu bleiben. Einen Moment, ich muss kurz gucken. Ah, okay, Stream läuft, alles klar. Der Führerstand wird in Südkreuz in Weidmannslust und in Südkreuz... Was? Okay. Und in Südkreuz wieder gewechselt. Ich wünsche dir eine angenehme Fahrt, der Fahrdienstleiter Max. Das Wetter ist, naja. PS, bitte jetzt Tab drücken, nachdem der Gegenzug durch ist. Das Signal schaltet nicht um. Und damit herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, hier bei diesem Livestream. Und dann im Nachhinein für die Menschen, die sich dann die Aufzeichnung angucken, beziehungsweise das dann als Fahrt sehen. Willkommen zurück bei einer neuen Fahrt im Train Simulator. Ich hoffe, dass es euch und euren Liebsten wie immer soweit gesundheitlich ganz gut geht. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen direkt an Bord unserer schönen S-Bahn. Ich sehe gerade, wir müssen ein bisschen klettern. Ich glaube, die Taste? Nee. Ah ja, okay. Ich habe gerade versehentlich auch noch die andere Tür da geöffnet. So, setzen können wir uns. Türen schließen können wir auch, weil das Wetter absolut dreckig ist. Was wir ansonsten machen können, ist, ich glaube, achso, Moment, zuallererst den guten Kollegen hier. Oh, danke, er hat sich direkt umdrehen lassen, sehr gut. So, wo ist jetzt die Batterie? Die Batterie, an. Sehr schön, Signalleuchten, Signalbild normal, genau. Havarie brauchen wir zum Glück nicht. Fahrsperren bleiben an, Türen, ZBS leider nicht, Fahrgastraumbeleuchtung an, Fahrgastraumheizung würde ich auch gerne anmachen, es sieht nämlich ziemlich kalt heute aus, Führerraumbeleuchtung können wir kurz anmachen, brauchen wir jetzt aber glaube ich nicht allzu lang, dann können wir mit L die Instrumentenbeleuchtung anmachen, mit V eigentlich den Scheibenwischer, das können wir schon mal hier den Fahrtrichtungswender vorwärts setzen, den Hauptschalter, rein, genau, der ist drin. Federspeicher, Bremse lösen. Okay, hat nicht geklappt anscheinend. Wartet mal. Aus. Oder ich glaube, das Ding ist zu hell, die blöde Dingsbeleuchtung. Hier machen wir mal aus. Ah, okay. Ding ist aus, genau. Sehr gut. Gut, jetzt müssen wir nochmal Tab drücken. Kann das sein? Ah, ne, das hat sich schon umgestellt, das Zwergsignal. So, jetzt. Scheibenwischer ist an. Und ich glaube, damit wären wir soweit erstmal abfahrbereit. Ja, das sieht gut aus. Dann setzen wir mal die VMAX auf 25 km/h. Siehvergleich bestätigen und wir müssen noch tatsächlich Ziel und Umlauf etc. einstellen. Wobei ich würde sagen, das machen wir, sobald wir den Führerstand gewechselt haben, weil ich das Gefühl hatte, das hatte eine Bewandtnis, warum beim letzten Mal, als wir hier gestartet sind, in dem Szenario von Lucky God, glaube ich, war das, dass er da geschrieben hat, das FES soll bitte erst nach Ankunft im Bahnhof umgestellt werden. Deswegen würde ich sagen, machen wir das dann auch einfach, sobald wir den Führerstand gewechselt haben. Oder war das die Türen erst öffnen danach? Ach, wir machen es einfach alles danach. Genau, so, halt erwarten. Ganz klar. Und Scheibenwischer gern wieder aus. Ich hoffe mal, es regnet jetzt hier nicht rein. Nee. Nicht so wie im Hauptbahnhof, da regnet es nicht rein. Beziehungsweise... Oh. Ich meinte im Hauptbahnhof, da regnet es rein. Komischerweise, also im Train Simulator zumindest. Und hier jetzt auch gerade, jetzt packt es wieder ein bisschen rum. Okay, das Signal zeigt grün, warum auch immer. Das ist natürlich absolut falsch. Oh, wir sind auch ohne Licht gefahren. Sehr gut. So, Fahrtrichtungswender raus. Ne? Dann würde ich sagen, einmal Federspeicherbremse rein. Zack. Und kurz den Hauptschalter mal raus, genau. Und Scheibenwischer können wir eigentlich auch soweit. Ich glaube, der Scheibenwischer ist jetzt eh aus.
Nee, ist er nicht. So, jetzt ist er aus. Gut, Tür öffnen. Zack. Hauptschalter ist raus, das ist raus. Dann nehmen wir jetzt noch hier den Schlüssel mit, wenn er raus möchte. Aber lässt sich, glaube ich, nicht rausmachen. Nein, dann lassen wir ihn jetzt einfach drin. Ist mir jetzt auch egal. Aber wir machen das Rollo hier runter. Zack. Stehen auf. Machen die Tür zu. Sprinten jetzt einmal hier rüber. Und müssen dann jetzt einmal hier drüben die Tür öffnen. Zack. So, das konnte ich jetzt leider nicht machen, deswegen musste ich direkt den Führerstand wechseln. Okay, also Schlüssel. Schnell rein. Zack. Batterie ist schon an. Hauptschalter kann rein. Federspeicherbremse kann gelöst werden. Und die Türen können geöffnet werden. Das ist ganz wichtig. Spitzlicht. Dann müssen wir noch auf unsere Ausfahrt warten. Scheibenwischer kann ruhig schon mal angemacht werden. Und jetzt stellen wir dich ein, mein Freund. So, Ibis. Wir haben Linie 26. Linie 26. Hallo? Zack. Umlauf 1. Ziel 66. Weidmanns Lust. Und wir starten im Bahnhof 83. Das ist Berlin Südkreuz. Genau. Dann würde ich sagen, Fahrgastinformationssystem Start. Und die Türen für die Fahrgäste sind jetzt hoffentlich offen. Das sieht auch gut aus. Und ich gucke mal kurz, was ihr mir alles hier schönes abends reingeschrieben habt in den Livestream-Chat. Alle haben Hallo geschrieben. Hallo Freunde, Grüße gehen raus an euch. So. Genau. Eigentlich dürften wir jetzt schon... Ah ja, da ist unsere Ausfahrt, sehr schön. Dann würde ich an der Stelle sagen, machen wir mal eine kleine Ansage. So. S26 nach Weidmanns Lust, zurückbleiben bitte. Gut. Alles klar. Läuft. Da haben wir ein bisschen Radschlupf, aber ich verstehe gar nicht, warum wir hier einen Radschlupf haben, weil eigentlich sollten wir jetzt keinen haben. Ist ja ziemlich klar, dass wir gerade hier gerade im Trockenen waren. Da rechts ein schöner IC1 in der Parallelausfahrt. Geil. Sanden wir mal ein kleines bisschen. Denn ich möchte, dass die Fahrgäste jetzt nochmal langsam aber sicher pünktlich in ihrem wohlverdienten Feierabend landen. Und nicht wegen der schlechten Planung der Bauarbeiten hier. Wobei, muss man nicht vielleicht schlechte Planung sagen. Kann ja auch sein, dass es irgendwie unvorhergesehene Verzögerungen gab. Wie zum Beispiel, irgendwie wurde nochmal zufällig... Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass der YouTube-Algorithmus irgendwie reintriggert oder so. Ah ja, auch geil, dass man hier einfach mit 80 rüberbrettern darf. Okay. Eine Weltkriegsbombe oder sowas. Dass die vielleicht irgendwie die Bauarbeiten verzögert hat oder so. Nächste Gut. Station. Yorkstraße. Übergang zur U-Bahnlinie 7. Ich hätte jetzt eigentlich gar nicht bremsen müssen. Habe ich jetzt mal gemacht. Weil ich nicht riskieren wollte, dass wir irgendwie hier noch... Dass wir irgendein Signal übersehen oder so. So, 40 angekündigt. Alles klar.
Ja, ich bin heute ein bisschen vorsichtiger mit der Bremse, weil die letzten Fahrten, die haben ein paar Spuren hinterlassen bei mir. Bin ich ganz ehrlich. Ah, bin auch mal wieder da. Bin die ganze Zeit am Fahren jetzt. Oh, was fährst denn du Schönes? Auch Berliner S-Bahn? Bald kommt der 13. Dezember für den Fahrplanwechsel. Da hast du absolut recht, mein Lieber. Da wird nochmal einiges geändert haben. So. Ich mach mal meinen Chat in einem neuen Fenster auf, damit ich sehe, was ihr mir hier schreibt. Ich glaube, das sollte passen, ne? Ja. Ah ja, wir können schon weiter. Gut. Na, Tür. Falsche Seite. S26 nach Weidmannslust. Zurückbleiben, bitte. Gut. Weiter geht's. Ich wollte mir auch mal so ein kleines S-Bahn-Buch demnächst zulegen, da ich doch der Meinung bin, dass sich einiges noch gar nicht so genau weiß über unsere schöne S-Bahn. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt eine Notbremsung ausgelöst? Also wirklich, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Ich wollte eigentlich gerade, wie es die Tafel wollte, dingsen, Navi. Ach Mensch, ey. Was muss ich denn für eine Taste drücken, das muss ich gleich nochmal in dem Handbuch gucken. Eigentlich war ich mir sicher, dass ich, egal. Ich guck gleich nochmal nach. Die armen Fahrgäste. Hatten wir jetzt mal kurz die Federspeicherbremse einfach angezogen. Mann, 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 wirklich. Jetzt können wir den eigentlich auch ausmachen, den Kollegen. Ein paar Diesel müssen sich verabschieden auf der Südbahn. Oh ja, davon habe ich mitbekommen. Irgendwie ein paar Dieselfahrzeuge werden nicht mehr eingesetzt planmäßig. Und du bist Flirt 3 gefahren, du Schlingel. Mann, ich muss aber auch sagen, das Ding ist echt cool. Ich freue mich schon, demnächst kommt ein schönes Szenario raus. Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. Mit dem Flirt 3 im Train Simulator und da könnt ihr euch sicher sein, dass das direkt einen Tag nachdem es rausgekommen ist auch auf meinem Kanal zu finden sein wird, in einer schönen Fahrt. Da könnt ihr euch sehr sicher sein. So. Taste M für das Marco. Danke dir, mein Lieber. Das testen wir jetzt nicht, sonst wären die Fahrgäste, glaube ich, taub im Bahnhof. Guten Abend, Michael Ange. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast, hier mit reinzuschauen. Und da verbremsen wir uns. Ja! Ich habe doch gesagt heute, eigentlich bin ich mit der Bremse 1 geworden, aber leider anscheinend doch nicht ausreichend. Ausstieg links. Naja, dann machen wir eben jetzt hier die Zugabfertigung. Es war Michael Ange, seine Schuld. Er hat einen Kommentar geschrieben in der Livestream-Chat, deswegen müssen jetzt die... Ach, Moment, es geht ja sogar noch. Ist ein bisschen eng. Aber so platztechnisch, ja, sollte noch gehen. Wir stehen ja noch im Bahnsteig drin. Schaut mal, wie weit der hier geht. Passt doch noch. Sehr schön, sehr schön. So, ich sehe auch, wir sind ein bisschen zu spät. In der blöden Federspeicherbremse. S26 nach Weidmannslust. Zurückbleiben, bitte. So, jetzt sehe ich natürlich gar nichts hier. Jetzt müsste die Taste sein. Falsche Taste. Jetzt.
Wollte ich auch gerade sagen. Eigentlich Bauch einziehen, dann passt es auch, aber das, dann dachte ich mir so, das klappt ja nicht bei jedem. Och Mensch, ich habe doch hier den Fahrregler auf 40 gestellt. Warum bist du denn 3 km/h, 4 km/h drüber? Potsdamer Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 2 und zum Regionalverkehr. Ach so, es geht hier ein bisschen bergab. Ja, kein Wunder, dass wir schneller werden. Oh, Potsdamer Platz, der gute alte Bahnhof hier. So, unsere ersten Minütchen Verspätung haben wir schon, und zwar eine. Also ich muss, glaube ich, doch ein bisschen aggressiver in den Bahnhof einfahren, wenn ich einfahre, denn wir wollen ein bisschen den Fahrplan auch wieder rausholen natürlich. Ausstieg. Ach, links. Schaut mal, da drüben, der KI-Lokführer, der hat auch die Tür offen. Wie geil ist das denn? Cool. Er hat auch einfach die Tür offen. S26 nach Weidmannslust. Zurückbleiben bitte. Na, hat er nicht gemacht. Jetzt. Und los geht's. Ja, Freunde, ich weiß leider nicht, warum wir einen Radstupfen zu Beginn jetzt immer haben. Aber das ist halt so. So, 50, sehr schön. Können wir nochmal ruhig ein bisschen schneller werden hier. Erreichen wir Weidmannslust. Wie viele Stationen nach Gesundbrunnen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach Gesundbrunnen. Alles klar. Nächste Station. Brandenburger Tor. Übergang zur U-Bahn-Linie 55. Ja, mittlerweile ist es die U-Bahn-Linie 5. So, mal gucken, ob es mit den Bremsen klappt. Oder Michael Langer uns wieder ablenkt hier. Aber. Ja, sieht besser aus, sieht besser aus. Auch schön zur Haartafel vorfahren. Und. Stopp. Ausstieg. Links. S26 nach Weidmannslust. Einsteigen bitte. Nach Yorkstraße ging's los. Ja, diese blöde Dings. Blöde Marco, ey. S26, zurückbleiben bitte. Ich dachte gerade schon, wir haben hier eine kleine Störung.
Kam mir das jetzt gerade nur so vor oder haben wir irgendwie... Es ist ja gerade langsam irgendwie ein bisschen... Hatte der irgendwie gerade einen Verlust der Kraft oder sowas von der Beschleunigung her. Aber irgendwie kam mir das so vor, als ob unsere Bahn gerade hier ziemlich träge beschleunigt hat. Nächste Station. Friedrichstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 5, 7, 9 zur U-Bahn-Linie 6 und zum Regionalverkehr. Fahrgäste nach Hauptbahnhof steigen bitte hier um. Passengers traveling to Hauptbahnhof, please change here. Da hat man schön im Hintergrund gehört, das Quietschen der Räder. So. Ausstieg. Bei der Aufnahme links. Gerade von der Ansage. Das heißt, es wurde schön original am Lautsprecher aufgenommen von der S-Bahn, während sie gefahren ist. Gucken wir mal raus. S26 nach Weidmannslust. Zurückbleiben bitte. Na, hat er wieder nicht gemacht. Jetzt muss man ein bisschen länger gedrückt halten. So. Und los geht's. Moin Jones B. Nächste Station. Oranienburger Straße. Gut. Also wirklich die Vollbremsung, das ist der Wahnsinn. Ausstieg, ich habe wirklich links. Das Gefühl, das ist der größte Scam überhaupt, diese Bremsstufe. Ich habe das Gefühl, mit Bremsstufe 7 oder sowas bremst er besser als mit Vollbremsung. Junge. Ich war mir so sicher, dass wir das hinkriegen. Ich dachte nämlich gerade, da kommt wieder eine Chat-Nachricht. Dann müssen wir mal wieder ein bisschen den Bauch einziehen. Aber wobei, das geht hier sogar noch voll klar. Gott sei Dank hat man hier noch so eine kleine Erweiterung rangebaut an die Bahnhöfe. Beziehungsweise an die Bahnsteige. Für solche Kollegen wie mich hier. S26 nach Weidmannslust. Zurückbleiben bitte. Ich mag diese Ansagen nicht, die ihr da gerade eben gehört habt, diese automatischen. Die sind irgendwie blöd. Deswegen gehen wir nicht mehr raus in die Außenkamera. Diese Ansagen gibt es übrigens auch schon seit, glaube ich, einem Jahrzehnt, seit 2010. Ich hatte nämlich mal irgendwie so ein Add-on von der Berliner S-Bahn oder sowas im damaligen Microsoft Train Simulator oder im Pro Train gespielt, ich weiß es nicht mehr. Und da gab es genau die gleichen Ansagen. Wirklich. Also die ihr da gehört habt, das ist 1:1 die gleiche Tonbandaufnahme. Hätte man sich auch sparen können, wenn ich ehrlich bin. Also aus meiner Sicht jetzt nicht so... Nicht so cool. Nächste Station. Nordbahnhof. So, da links ein abgestellter S-Bahn-Zug. Schaut ihn euch an. Sieht sehr gut aus.
Schade, dass die Abendfahrgäste nach dem S-Bahnhof Südkreuz Richtung Süden von Berlin nicht mehr bedient werden. Wegen der Baustellen, es tut mir irgendwie ein bisschen leid, weil es ja alles abgeschnitten. Ich glaube, die. Was ist das da? Moment, nee, S1, ist es die S1? Ne, die S1 fährt ja, glaube ich, gar nicht mehr über Südkreuz. Die gabelt sich ja irgendwie vor Yorkstraße, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Hallo, Chris Otto. Ich habe das auch gar nicht mehr im Kopf. Das ist auch komplett lost gerade. So, S25 fährt da runter und... Ach, warte mal, wir gucken einfach nach. Jetzt ist mir ein bisschen zu blöd. Also, Südkreuz Maps. Da wird einem immer schön angezeigt, welche S-Bahnen da jetzt kommen. S26 nach Weidmannslust. Zurückbleiben bitte. Okay, Türen schließen. So, na dann zeig mal an, mein Bester, was hast du hier? Genau, die, okay, die S25 und die S2, danke dir, Trambusbahn Germany, Kuss geht raus. Genau, die S25 geht nach Teltowstadt, die S2 glaube ich nach Blankenfelde, wenn mich nicht alles täuscht, aber warte, du musst es nicht reinschreiben. Doch, Blankenfelde, genau. Die geht dann, die Kreuz, die gabelt sich ja dann irgendwann weg. Weißt du zufällig, bis wohin sich die S2 und die S25 die Bahnhöfe teilen? Weil ich glaube, im Train Simulator ist dieser Abzweig gar nicht so ersichtlich. Zumindest ist er mir noch nie bewusst aufgefallen. Wäre super, wenn du das mal reinschreiben könntest. Ich bin leider nämlich so ein verwöhnter Stadtbahnfahrer gewesen all die Jahre. Deswegen kenne ich mich nur oberhalb relativ gut aus mit den Nächste Station Humboldthain West-Ost-Verbindungen. Aber dann noch so dunkel, was da ab Gesundbrunn alles abgeht und was so tangential Berlin reinführt und was nicht. Also da ist dann mein Wissen schon eher ein bisschen eingerostet, genau. So, hier haben wir uns ja das letzte Mal auch leicht verbremst. Aber das sieht heute schon wesentlich besser aus. Es ist auch so krass, dass der Bahnhof Humboldthain tatsächlich, wo der mal liegt. Und zwar, wartet mal, muss ich mal gleich demonstrieren. So. Ausstieg links. Genau, Ausstieg links. Das kennen wir mal, dass es ein bisschen reingeregnet, aber ist nicht schlimm. Und zwar der Bahnhof Humboldthain. Ist ganz lustig. Hier, der liegt hier richtig versteckt innerhalb der, dieser Häuser. Also so quasi wirklich mitten durch Berlin. Einfach ist hier so eine S-Bahn-Trasse. Und hier drüben ist nämlich die Feuerwache Wedding. Und hier geht es dann Richtung Gesundbrunn und Osloer Straße. Und da geht es Richtung, wie heißt die nochmal, Perleberger Straße und Turmstraße. Deswegen S26 nach Weidmannslust. Zurückbleiben bitte. Nächste Station Gesundbrunnen.
Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, zur U-Bahn-Linie 8 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Messe Nord, ICC, steigen bitte hier in die Ringbahn um. Passengers traveling to Messe Nord, ICC, please change here for the Circle Line. Eine sehr nice Ansage. Mit dem englischen Sprecher. So, dann bremsen wir runter. Ach, einen kleinen Radstopf hatten wir. Ich wundere mich schon, ob ich jetzt irgendwie die Notbremsung ausgelöst hatte oder so. Aber, nee, das war es nicht. Radluft bleibt locker, locker, locker. Alles gut. Und schön bei der Tafel zum Stehen gekommen. Türfreigabe. Links. S26 nach Weidmannslust. Moment mal, warum ist die... Warum ist denn unten links die Anzeige nicht da? Ach nee, habe ich jetzt hier irgendwie falsch ge... Ey Leute, wir stehen komplett drin. An der Haartafel. Und der Penner gibt mir jetzt nicht die Dings. Also ich glaub's nicht. Oh, die ZZA ist falsch. S26 nach Weidmannslust. Zurückbleiben bitte. Na, schade. Auch wenn wir die Station wahrscheinlich nicht mehr pünktlich bekommen hätten, aber ich hätte eigentlich mehr ein Kreuz lieber bekommen dafür, dass der Train Simulator mir fälschlicherweise zu spät gibt, als wie, dass er mir jetzt ein Kreuz gibt dafür, dass wir nicht in dem Bahnhof gehalten haben, aber egal. Dieser F1-Monitor ist sowieso für den Arsch. Ganz ehrlich, das ist sowieso kein Maßstab. Ach, die armen Kollegen, die hier abends ankommen im Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen. Unter anderem der ICE 1700. Und wenn es dann noch in die Abstellung nach Rummelsburg geht, schön über die Frankfurter Allee da entlang, die ganzen Schutzstrecken, da sollte man keine Zwangse kriegen. Übrigens, danke nochmal Trambusbahn Germany, dass du mir das reingeschrieben hast, dass sie sich beim Priesterweg nächste trennen. Station. Das ist mir noch nie... Okay, nächste Station, kommt einfach gar nichts mehr. Nächste Station. Wollankstraße. Okay, da hat unser Fahrgastinformationssystem wohl einen kleinen Schluck aufgehabt. Müssen wir mal gleich korrigieren, dass der auch wieder den richtigen Bahnhof ansagt. Ausstieg links. So, nein, wir sind Ibis. Ups, zurück, zurück. Hallo? Nächste Station. Okay. Bornholmer Straße ist also irgendwie heute ein bisschen kaputt. Meinetwegen. Dann halt nicht. S26 nach Weidmannslust. Zurückbleiben bitte. Jetzt gucken wir doch nochmal kurz raus, obwohl es den Ström gießt. Okay, passt. Keiner ist verletzt oder sowas. Und weiter geht's. Die S1 fährt ja auch durch den Nord-Süd-Tunnel. Den alten wohlgemerkt, es kommt jetzt noch ein zweiter, der sich im Bau befindet. Und die ist, glaube ich, bis wohin fährt die mit Trambusbahn Germany, falls du das weißt, weil das ist auch so eine Sache, das konnte ich mir nie wirklich merken. Also ich weiß, vor Yorkstraße, glaube ich, oder, nee, ich glaube, davor gabelt die sich weg im Tunnel schon, ne? Die S1, und dann kommt die da aus dem Tunnel raus und dann ist, fährt die eben über Schöneberg etc.
Übrigens, Chris Otto, du hast geschrieben, die Ringbahn soll bald rauskommen. Entschuldige bitte, da hatte ich nicht geschafft, darauf zu antworten. Ist mir irgendwie untergegangen im Kopf gerade. Ja, die kommt bald raus. Das wussten wir schon. Nächste Station. Und ich sag dir auch, wir sind Wollangstraße. Mies gehypt darauf. Und du kannst dir sicher sein, dass wir da etliche Stunden und Fahrten drauf verbringen werden. Also, da freue ich mich auch schon mega drauf. Und ich kann es auch eigentlich kaum noch erwarten. Aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ein paar Monate sind es, glaube ich, noch. Ah ja, jetzt wird es gerade... Nee, sollte noch klappen. Schaut mal, kommen wir perfekt an der Harttafel eigentlich zum Stehen. Ja, seht ihr mal. Jetzt haben wir die Bremse, glaube ich, raus. Spucke ich hier so große Töne. Links. Und am Ende verbremsen wir uns wieder. Ich sehe es schon kommen. So. Ab dem Anhalter trennen sie sich schon. Okay, danke dir. S2. Jetzt wollte ich noch mal kurz was schauen. Die ist ja, glaube ich, die über. Nach Bernau, genau. Und die S2 fährt, glaube ich, über Pankow-Heinersdorf. Ne, die eigentliche S2. Die Standalone S2 quasi. S26, zurückbleiben bitte. Das war gerade zu kurz. Ne, war zu früh. Und jetzt. Jetzt lass mich nochmal kurz schauen, weil es triggert mich gerade ein bisschen, dass wir hier nicht wissen. Manuals.de. Homeboard 20 in Berlin. Gar nicht. Sehr gut. Was ist denn das hier? The fuck? Kurz mal die Signale checken. Okay, wir haben jetzt ein paar Meter Zeit bis Schönholz. So. Kurz gucken, dass wir uns nicht verbremsen. Schöne grüne Welle auch. Nächste Station. Schönholz. Übergang zur S-Bahn-Linie 25. 60 angekündigt. Dass die hier auch so krass rumrutscht, ey. Junge, Junge, Junge. Soll ja in echt wohl genauso sein. Ah, wir haben unsere Verspätung links. Übrigens anscheinend wieder rausgefahren. Cool. Sehr gut, sehr gut. So, meine Lieben, jetzt wollte ich nochmal gucken. Also. S26 nach Weidmannslust. Zurückbleiben bitte. Oh, die Tür. Schnell noch rein, bevor wir hier ausgeschlossen werden. Mann, ey, wo ist denn jetzt hier diese blöde Übersicht, die ich möchte? Nee. Dass die SIFA auch direkt nach dem Anfahren kommt. Einfach nur frech. So, hier habe ich das, was ich wollte. Okay. Okay, gut. Wir wissen wieder Bescheid. Alles klar. Ich habe übrigens so einen doofen Ohrwurm. Von diesem, ich weiß gar nicht, ist glaube ich auch schon wirklich altes Lied. Und zwar diesem Ain't No Sunshine When She's Gone, Freunde. Ich weiß nicht warum.
Ich hatte das noch nie, glaube ich. Aber jetzt irgendwie, ich habe auch die letzten Monate so gut wie keinen Ohrwurm gehabt. Und jetzt auf einmal der, irgendwie, ich das Lied nirgends gehört. Auf einmal ist es jetzt hier da. Warum? Ich weiß es auch nicht, ey. Moin Moin, KAK-Ente. Und der nächste Halt ist dann S-Bahnhof Wilhelmsruh. Ist mal gleich wieder schön Radschlupf. Nächste Station Wilhelmsruh. Ein bisschen wird gesandet heute. Ein bisschen viel. Aber wir sind pünktlich, deswegen können wir uns jetzt mal das entspannte Einrollen erlauben. Und so weit vorfahren bringt jetzt auch nichts, hier ist ja nichts mehr. Ah, diese Bahnhöfe sind auch die besten, wo man nur irgendwie einen Zugang zu hat. Kenne ich auch so einen. Oder so einige vielmehr. Dann kommen sie immer hochgesprintet und dann sehen sie hier einen stehen und dann oh, ganz schnell noch, zack, bumm, rein hier. Ich habe auch schon ein paar legendäre Stunts hingelegt. Vor längerer Zeit, wenn es mal darum ging, dass man noch eine S-Bahn kriegt. Gerade in Berlin, wo die Türen schon eigentlich zugingen, bin ich da bumm, einfach dazwischen. Das hat noch geklappt. Ein paar Mal, also ist eigentlich immer gut gegangen. So. S26, zurückbleiben bitte. Nee, nee, mein Lieber. Der erste Teil der Fahrt ist geschafft. Es geht dann noch zurück nach Südkreuz. Das ist ja heute ein Pendelszenario. Wir haben dann nochmal die ganze Fahrt zurück. Aber ich hoffe mal, dass ich am Ende nicht rüberrutsche, weil anscheinend überträgt sich die Feuchtigkeit noch ein bisschen weiter. Was ja auch noch verständlich ist. In Südkreuz hat man ja dann nur so ein quasi so ein paar hundert Meter Abschnitt. Oder nicht mal 100 Meter, so ein paar Meter Abschnitt, wo die man quasi überdacht ist und man hat ja auch gesehen, dass Teile von Südkreuz zwar überdacht sind, aber trotzdem Regen durchkommt. So schön Train Simulator-like, deswegen müssen wir mal hoffen, dass wir am Ende nicht rüberrutschen. Genau, das ist more important. Will ich mal kurz gucken, kann ich hier eigentlich. Ah, wie ging denn das nochmal? Ah, Leerschild, okay, da, genau, das wollte ich wissen, okay. Gleich für Weidmannslust, wenn wir wenden. Mehr oder weniger. Oh, wir hätten jetzt eigentlich schon in Wittenau sein müssen. Aber keine Angst, das kriegen wir auch noch pünktlich. Macht euch da keine Sorgen. Ihr habt mich als Lokführer. Nächste Station. Wittenau. Übergang zur U-Bahn-Linie 8. Ich probiere mal mein Glück ein bisschen heute. Ja, doch herauszufordern. Ah, okay, da ist das Signal, das wollte ich. Boah, hier müssen wir sogar richtig gut.
Okay. Wir haben es geschafft. Ausstieg. Freigabe. Links. Das Leerschild kommt, soweit wie ich weiß, automatisch. Beim letzten Mal, wie ich gefahren bin, ist es, glaube ich, nicht automatisch gekommen. Aber wir werden uns gleich überraschen lassen. S26 nach Weidmannslust. Einsteigen, bitte. Hier sollte man auch ordentlich aufpassen, wenn man losfährt, dass man nicht vergisst, dass hier noch ein Stück schweres Metall hinter einem steht. Hinter seinem Kopf. S26, zurückbleiben, bitte. Alter, wir haben 15 Minuten Pause. Dann wieder zurück zum Bahnhof Südkreuz, weiter als S26. Alles klar. Dann machen wir das. Oh, was machen Sie denn hier? Alter, guckt er aggressiv. Ja, ein Glück, dass er hier gerade in der Wand verschwunden ist. Alter. Das war mir gerade ein bisschen zu nah, wenn ich ehrlich bin. Bin ich mal gespannt, ob du recht hast. Gucken wir mal raus. Ich glaube, jetzt ist es noch da, ne? Genau, S26, Weidmannslust ist noch da. Haben wir das eigentlich pünktlich bekommen? Ja, hab ich doch gesagt, Freunde. Und zurück sind wir dann um 17.11 Uhr. Ach Mensch. 40 ab hier. Das war gar nicht angekündigt. Also zumindest habe ich da jetzt das Vorsignal vielleicht übersehen, aber... Oh, jetzt gab es keinen Radstopp. Nicht schlecht. Weidmannslust. Übergang zur S-Bahnlinie 1. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Ah, du hast recht. Leerschild ist automatisch gekommen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Du Schlingel. So. Na dann. Oh, das ist schon das Ende. Oh. Das wird jetzt ein bisschen peinlich. Nein, ach Mann, wir hatten es so gut hinbekommen. Oh. Und da fällt das Headset vom Kopf. Wirklich. Ach Mensch. Warte mal, ich muss mal mein Headset wieder aufsetzen, ich höre nichts mehr. Ach Mann, Alter. Okay, dadurch, dass wir jetzt 15 Minuten Aufenthalt haben, nutzen wir das jetzt einfach, denn ich möchte nicht, dass die Fahrgäste im Regen rumlatschen müssen. Machen wir jetzt mal was sehr betrieblich Ungewöhnliches, und zwar, wir setzen zurück. Oh, eine historische S-Bahn, schön. Können wir uns auch gleich nochmal in Ruhe angucken. So. Ausstieg rechts. Werte Fahrgäste, dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. In 15 Minuten circa fährt diese S-Bahn zurück als S26 nach Berlin-Südkreuz. Werte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass wir gerade zurückgesetzt haben aufgrund des Regens. Ich bitte diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Sie sollten nun im Trockenen aussteigen können. Ich wünsche Ihnen nun noch einen angenehmen Abend, bedanke mich für die Mitfahrt mit der S-Bahn und hoffe, dass Sie und Ihre Familie stets gesund bleiben. Und ja, ansonsten noch einen wohlverdienten Feierabend. Ladies and Gentlemen, this train terminates here. All passengers are requested to leave the train. I wish you a nice evening and say thank you for choosing the city train, the Berliner S-Bahn today. This train will drive in 15 minutes from here to Berlin Südkreuz again as S26. And yeah, thanks for choosing us. Have a nice evening and stay healthy. Goodbye. Eine kleine persönliche Ansage heute gemacht. So, dann würde ich mal sagen, das machen wir aus. Den Quatsch machen wir runter. Das ist so geil, dass man das runter machen kann. Und wenn man aussteigt, sieht man das auch. Das ist so nice, wirklich. So, machen wir auf 0.
Das Licht machen wir aus. Das machen wir aus. Federspeicherbremse rein. Einmalig. Zack. Hauptschalter raus. Und ansonsten bleibt die Fahrgastraumbeleuchtung an. Den kriege ich nicht mehr raus, den Schlüssel. Das ist ganz komisch, dass ich den nicht mehr rauskriege. Also wenn du das weißt, Trambusbahn Germany, wie ich den wieder rauskriege, ich würde den nämlich voll gern hier ran machen. Ja, wäre super, wenn du es reinschreiben könntest. Genau. Man hört sogar ganz leicht den Regen. So, ich mache schon mal hier die Tür auf, damit wir auch rauskommen. Jetzt gucke ich mal kurz, ob Trambusbahn das weiß, wie das geht. Ob ich noch irgendwas machen muss. Also dann ist es, also das, der suggeriert mir ja, dass ich irgendwie... Warte mal, muss ich vielleicht das machen? Nee. Wahrscheinlich einfach 0, ne? Nullstellung. Kriege ich den Schlüssel dann raus? Auch nicht. Komisch. Very komisch. Very komisch, auf jeden Fall. So, naja, egal. Ich glaube, er weiß es nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm, alles gut. Dann würde ich sagen, sind wir soweit erstmal durch, ne? Genau, dann können wir hier erstmal alles lassen. Der Rest bleibt, wie er ist. Und dann würde ich sagen, packen wir unseren Rucksack. Machen hier zu. Denken uns, dass wir den Schlüssel mit haben. Stehen auf. Und, erwartet mal eine Sache, die wir noch machen können. Du musst erst die Hebel für die Bremse und Fahren auf Null stellen und dann kannst du den Schlüssel rausnehmen. Habe ich gemacht, du siehst es. Beide auf Null. Ah! Das ist, der hat doch hier irgendwas gemacht. Junge! Du warst doch gerade an meinem Computer dran und hast irgendwas gemacht. Ich habe genau gerade die gleiche Bewegung vorher gemacht und probiert, den zu drehen. Oder, ich meine, rauszumachen. Warte mal, kriege ich den jetzt raus? Also der lässt sich jetzt drehen. Okay, das ist schon mal cool. Aber wie kriege ich dich jetzt hier ran? Mann, dass ich diesen doofen Schlüssel nicht abkriege. Komm raus. Komm schon. Na, egal. Wir wieder zu, das Ding. So. Aber eine Sache, die ich jetzt machen wollte, war die hier. Ist jetzt, ja, sehr schön. Das wollte ich. So. Schlusslichter sind an. Rucksack ist drauf. Und Tür kann geschlossen werden. Sehr gut. Jetzt gehen wir nochmal kurz hier rüber und beobachten im Abendhimmel hier mit dem Abendregen mal diesen Weihnachtszug. Ich glaube, zu der Zeit, wo das Szenario spielt, oder in welcher das Szenario spielt, da gibt es Corona noch nicht. Oder was heißt noch nicht? Da gab es Corona einfach nicht. In dieser Form. Coronaviren gab es schon, aber nicht die Variante, die wir heute haben. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir heute von hier rein. Da die Türen schon offen sind. Ups. Falsche Taste. Vorführeffekt. Moment. Nochmal kurz raus. Also, erstmal den. So, jetzt nochmal raus. Und da sind wir zurück. Was steht hier? Schleudern, gleiten. Informationen, okay. Fahrsperre gestört. Ist nicht gut. Im Falle eines roten Signals haben wir nämlich ein Problem. So, Rucksack abstellen. Kann man wieder zumachen. Schlüssel ist schon noch drin. Kann ihn aber nicht drehen. So, Rollo hoch.
Kannst du wieder hochgehen oder? Nee, möchte nicht. Egal, machen wir Hauptschalter rein. Federspeicherbremse lösen. Und dann gehen wir mal ins Ibis ran. Linie 26, Umlauf, was ist das gewesen? 1. Ziel 83. Start 66. Gut. Fahrgastinformationssystem Start. Und S26 nach Südkreuz wird angezeigt. Sehr schön. Und jetzt werde ich nochmal kurz schauen, wo ich jetzt hier die Information finde. Wartet. Genau, wollte ich gerade gucken mit Shift Y, ne? Wollte ich gerade schauen, mein Lieber. Lustigerweise finde ich gerade den Eintrag im... Ach, da ist Shift Y, genau. Scheibenwischer. Ja, jetzt kann ich den Schlüssel nicht mehr rausziehen, aber will ich auch nicht mehr. So, VMAX 80. Und damit wären wir eigentlich soweit abfahrbereit, ne? Ja, hier seht ihr mal, als ob wir perfekt zum Stehen gekommen wären. Ich glaube, der Kollege fällt jetzt in die Abstellung, wa? Kann das sein? Deswegen ist er auch gerade mit 25 km/h gefahren. Sieht so aus, als ob wir so perfekt zum Stehen gekommen wären vorhin, hust, hust. Aber das war es natürlich leider nicht. Muss ich mal gucken, ob mein Streambot eigentlich funktioniert. Dieser Schlingel. Aber der funktioniert nicht, der hat euch keine Nachricht geschickt. Der sollte euch eigentlich schöne Grüße wünschen etc. Ja, jetzt hat mein Bot mal eine Nachricht geschickt. So, also, es geht gleich weiter. Würde ich mal sagen, machen wir mal hier unseren schönen warmen Führerstand kurz auf und lassen ein bisschen kalte Luft rein. Hi, wie lange dauert das, bis man die Signale für den Train-Simulator gelernt hat? Das geht eigentlich recht schnell. Ein, zwei Tage, wenn du dich da wirklich reinsetzt und mal schön eine Stunde, zwei Stunden pro Tag das wiederholst, das geht ganz schnell. Also die wichtigsten Signale zumindest. Damit du auf jeden Fall mal weißt, was dir da angezeigt wird. Und es, man versteht es eigentlich recht schnell, wenn man sich damit befasst. Ja, ein, zwei Tage habe ich zumindest gebraucht. Dann habe ich es zwischenzeitlich ein bisschen vergessen, aber dann ist es wieder so mehr oder weniger zurück. Ach so, um den Schlüssel rauszuholen, musst du am Schloss den hängenden Schlüssel oder den Ring anklicken. Weißt du was? Wir testen das jetzt einfach nochmal. Bevor es losgeht. Aber ich glaube, ich kann nicht, weil der Hauptschalter drin ist. Egal. Lassen wir das jetzt so. So.
Wir testen das gleich im Gesundbrunnen mal kurz. Konsti spielt C. Hallo. Grüß dich. Na gut. S26 nach Südkreuz einsteigen bitte. Jetzt würde die Ansage kommen. Achtung, an Gleis 3 steht für Sie bereit. S26 nach Südkreuz über Bornholmer Straße, Gesundbrunn, Humboldthain, Potsdamer Platz, Yorkstraße. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, welche Bahnhöfe uns da chronologisch auf der Strecke begegnen. S26, zurückbleiben bitte. Der ist auf 0, oder? Ach. Jetzt war der auf 0. Moment mal. Habe ich gerade nicht gemacht, war. Aber ich glaube, wegen des Hauptschalters ging das auch nicht. So. Aber wir werden es gleich nochmal sehen. Ups. Ja, Friedrichstraße habe ich auch vergessen. Ja, du hast recht. Es tut mir leid. Die Friedrichstraße. Die wollte einfach nicht mit. Oh, ist der gestartet? Ja, der ist gestartet. Sehr gut. Jo, S26 nach Südkreuz. Wegen Bauarbeiten heute. Nächste Station. Wittenau. Übergang zur U-Bahn-Linie 8. Hallo Bergpower, schönen Abend dir. So, na dann, Türen auf der linken Seite. Ausstieg links. S26 nach Südkreuz einsteigen bitte. Noch einige hoch, schnell in die S-Bahn rein, aber wir haben Blickkontakt gehalten. Wir machen die Tür jetzt natürlich erst recht zu, bevor sie noch reinspringen können. Spaß. Nein, ich arbeite nicht selbst bei der S-Bahn. S26, zurückbleiben bitte. Okay, dann erreichen wir gleich schon wieder Wilhelmsruh und dann kommt, glaube ich, Wollangstraße, ne, Schönholz, und dann kommt die Wollangstraße. Und dann sind wir auch schon wieder eigentlich so gut wie im östlichen Teil von mitten in Berlin drin. Ich mag meine S-Bahn Berlin, die ist wirklich
Einfach schön. Müssen wir nur noch jetzt mal eine Petition starten, dass man bei den 483ern die Türsignale ändert. Auch umgangssprachlich die Türschließsounds zu dem uns bekannten, wie RBB das gesagt hat, Lalula, Freunde. Wir hören es gleich wieder, wenn die Türen schließen. Hallo Justin Hinze, grüß dich. Nächste Station. Wilhelmsruh. Mach mal kurz den F3er aus. Moment, muss kurz gucken, ob wann wir... Okay. Mal gespannt, ob wir mit Bremsstufe 7 eigentlich relativ entspannt reinbremsen können. Oder ob das... Ja, ich glaube, das führt zu einem... Nee, müsste klappen. Alter, dieser Radschlupf, der klingt auch wirklich aggressiv. So, auch schön bei der Harttafel zum Stehen kommen natürlich. Das Mindeste hier. Ausstieg links. Und Ausstieg links S26 nach Weidmannslust. Entschuldigung, S26 nach Südkreuz. Einsteigen bitte. Hadewa, grüß dich. S26 nach Südkreuz, zurückbleiben bitte. Ne, wir kommen gerade aus Richtung Oranienburg, beziehungsweise wir sind gerade gekommen aus Weidmannslust. Da haben wir heute Wende gemacht. Moin, bin neu. Hallo Alpa, Kaliskan. Ja, du, das ist auf jeden Fall auf Dauer nervig, der Radschlupf. Ich kann aber dagegen nichts tun, wenn ich ehrlich bin. Du weißt ja, man kann hier lediglich die Fahrenstufe einstellen und dann fährt das Ding. Großartig mit Powerregelung ist da nicht viel. Sind wir eigentlich pünktlich? Ja. Hab ich mal geguckt. Laut Train Simulator sind wir gerade sogar pünktlich. Gerne dir. Das machen wir doch gerne. Nächste Station. Schönholz. Übergang zur S-Bahn-Linie 25. So. Bitte nur Alpa sagen. Ja, das hätte ich auch gemacht. Deinen ganzen Namen, glaube ich, hätte ich jetzt nicht immer gesagt. Außer bei Kai, aka Ente. Wenn er noch da ist. Und damit erreichen wir dann auch Schönholz. Mit Halt erwarten. So, na dann. Ausstieg links. S26 nach Südkreuz. Einsteigen bitte. Sehe ich gar nicht mehr, was das Signal hier eigentlich zeigt. Ups. Na? Achso, wir können auch eigentlich... Ah, Moment mal. 60, okay. 60 ab hier. Wichtig, das musste ich mal wissen. Warum haben wir denn da vorne jetzt eigentlich keine Weiterfahrt? Das macht doch gar keinen Sinn. Na? Will er nicht bleiben.
Rolangstraße ist doch frei. Alles frei. Na, dann würde ich mal sagen, machen wir danach eine kleine Tab-Frage, eine Tab-Anfrage. S26 nach Südkreuz. Zurückbleiben bitte. Meine Heimat ist Leipzig, würde aber gerne in Berlin wohnen. So. Und da ist unsere grüne Welle wieder zurück. Berlin im Allgemeinen ist Schmutz, glaub mir. Du Trambusbahn. Glaub nicht, was HD Walk sagt. Ich weiß, er ist, glaube ich, auch gebürtiger Berliner, würde ich jetzt mal sagen, aber. Berlin. Ich finde eigentlich, Berlin ist so Schmutz, dass es wieder schön ist. So würde ich das sagen. Deswegen. Deinen Platz wirst du ja auch finden, glaub mir. Und wenn es dein Wunsch ist, würde ich sagen, Berlin ist halt einfach wie keine nächste andere Station. Stadt. Es ist so. Wollangstraße. Du musst einfach diesen Vibe selber finden. Deswegen komm gerne her und wohn hier. Dann wirst du es relativ schnell mitkriegen, glaub mir. Und ich finde auch ganz ehrlich, das ist jetzt nur so eine Nebensächlichkeit. Und fällt auch, glaube ich, so gut wie keinem auf. Aber dadurch, dass ich ein bisschen ja auch aus dem Simulationsbereich komme, gibt es ja unter anderem auch mal den ein oder anderen Feuerwehrsimulator, auch schon auf meinem Kanal hier, bei dem, beziehungsweise von dem es auch mal demnächst wieder ein paar Folgen geben wird. Und ich muss sagen, tatsächlich unsere Berliner Feuerwehr ist eine ziemlich interessante. Denn sie unterscheidet sich ziemlich von den ganzen anderen Feuerwehren. Allein ihr Rufsystem im Sinne von die Rufnamen Ausstieg der verschiedenen Fahrzeuge. S26 nach Südkreuz einsteigen bitte. Also die Nummern, die man da hat. Zum Beispiel sonst in München, im Reich Hessen, im Bereich Köln und so weiter und so fort. Also quer über die ganze Bundesrepublik ist es sonst immer zum Beispiel irgendwie NEF 1251 oder Rotkreuz 3810 oder sowas. Und hier in Berlin ist es anders. Ja, ich bin auch Berliner. S26 nach Südkreuz zurückbleiben, bitte. Hier ist es eben anders. Hier hat man die Wachnummern und nicht irgendwie die Bezeichnung Wache Süd, Wache Nord, Wache West. Sondern hier haben wir Wache Tiergarten mit der Nummer zum Beispiel 1700. Dann haben wir Suarez zum Beispiel mit der Wache Nummer 3300. Und dann heißen die Fahrzeuge da zum Beispiel LHF 3300 oder NEF für Notarzteinsatzfahrzeug 3305. Und auch das Design der verschiedenen Fahrzeuge ist alles im überwiegenden Teil sind das alles feuerwehreigene Fahrzeuge. Wir hatten mal eine Zeit lang zwischen 2008 und 2000 schieß mich tot, glaube ich, ein Johanniter NEF und ein Rotkreuz NEF. Und dann haben wir auch nochmal im Nachhinein tatsächlich ab 2015 oder 16 ein NEF 7205 für besondere Zwecke gehabt, das dann auch auf einem Mercedes Sprinter aufgebaut war. Das von dem deutschen Roten Kreuz war. Das war das einzige Nicht-Feuerwehr-NEF von, glaube ich, 18 Stück mittlerweile. Und die sehen halt auch einfach vom Designer, dieses Einheitsdesign der Feuerwehrfahrzeuge, es ist einfach, obwohl alle im Endeffekt gleich aussehen, sind die einfach trotzdem geil. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die sind auf jeden Fall sehr ansehnlich. Also ich bin schon ziemlich stolz auf die. So. Ausstieg links. S26 nach Südkreuz einsteigen, bitte. Bommi, NEF 3305 war mal der Arbeitsplatz meiner Mutter. Ah, na siehst du mal. Dann weißt du ja, wovon ich spreche. 6305 war irgendwo im Südosten, glaube ich, da Marzahn, Treptow-Buko oder sowas. Genau.
Deine Mutter war wahrscheinlich Notärztin, war? Oder ist es immer noch? Vielleicht ist es jetzt aber woanders. Ich weiß es nicht genau. Richtig, Übergang zur S2, 8 und 85. Ich kann mit Feuerwehr nicht mitreden, bin da lieber im ÖPNV mehr unterwegs. Ja, das musst du nicht, alles gut. Das war jetzt nur mal so als kleiner Side-Fact für dich. So, wenn du nach Berlin kommst, wirst du relativ schnell merken, dass du sehr viel Feuerwehr siehst. Und dass die im Endeffekt eigentlich ziemlich gleich sehen. Ah, gleich aussehen alle. Aber geil sind. Hohenschönhausen. Ja, da hast du recht. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, was da los ist. Die Signale von der Seite sehen sehr angenehm aus. Das ist irgendwie so meine Halteposition und ganz unbewusst. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. S26 nach Südkreuz. Zurückbleiben, bitte. War jetzt einen kleinen Ticken zu früh. Aber kommt gleich. Ich kann nämlich noch nicht den Türschließbefehl geben. Das kann ich drücken. Aber ihr seht, passiert nichts. Jetzt. So. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, innerhalb von knapp einer Minute in einem Gesundbrunnen zu sein, aber es sollte klappen. Ja, Wommi, da hast du wirklich recht. Also, wenn man in Berlin Notarzt ist, ist es nochmal eine ganz andere Prise, glaube ich, als anderswo. Also. Nächste Station. Gesundbrunnen. Das macht Übergang man auch nicht. Zu den S-Bahn-Linien 41, 42, zur U-Bahn-Linie 8 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Messe Nord, ICC, steigen bitte hier in die Ringbahn um. Passengers traveling to Messe Nord, ICC, please change here for the Circle Line. Genau, was ich gerade sagen wollte, war, das ist absolut verständlich bei den 24-Stunden-Diensten, vor allem, wie gesagt, bei der anderen Brise hier in Berlin. Das macht man ein paar Jahre, glaube ich, und dann sollte man auch im eigenen Interesse, allein was die Nacht dann nochmal angeht, vielleicht auf jeden Fall ein bisschen von dem NEF-Dienst absehen. Wobei ja dann, glaube ich, seit 3 Jahren sind es ja irgendwie nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch 12-Stunden-Schichten. Ausstieg links. Die es aber auch noch in sich haben. Also, man hat dann als Notarzt ja nicht mehr die 24-Stunden-Schicht in Berlin, seit, glaube ich, 2017 ist das gewesen oder so, sondern nur noch im 12. Aber in Potsdam wiederum hat man wieder die 24 Stunden. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie anscheinend Ländersache, warum auch immer. Erstaunlicherweise habe ich in Berlin kaum Feuerwehr und Krankenwagen gesehen, aber 4 Polizeifahrzeuge. Ach so, 25 Jahre, ja okay, übertreib. Das ist natürlich nur, das, okay, ja, da kannst du glaube ich auch, da musst du auch glaube ich aufpassen, dass man nichts nach Hause mitnimmt, nicht nur von den Dingen, also nicht von der Belastung her physisch, sondern psychisch, glaube ich. Also bei 25 Jahren sieht man glaube ich alles, was es so gibt. Genau. So, eigentlich die Ansage, ne? S26 nach Südkreuz einsteigen, bitte. Als ich mal zu meinem Feuerwehrpraktikum gefahren bin, da musste ich auch hier umsteigen in Südkreuz in Gesundbrunn und dann stand ich hier in der Mitte. Hab glaube ich auf eine Ringbahn gewartet und dann rieselte so hier der Schnee rein, in dieser Öffnung hier. Das sah ganz cool aus. So, also, S26 nach Südkreuz zurückbleiben, bitte. Zum ersten Mal heute mit Metronom, wollte ich gerade sagen, Metropolitan gefahren. Du meinst wohl Ex-Metropolitan, mein Lieber. Ja. Genau. Weiß eigentlich einer von euch, ob die Ex-Metropolitan-Garnituren zum Fahrplanwechsel ihre
regulären Dienste verlieren. Ich glaube, ich hatte irgendwie sowas gelesen in die Richtung, dass die dann nicht mehr im Regulärbetrieb unterwegs sind. Habe ich mich da verlesen oder erinnere ich mich gerade nicht mehr richtig? Wäre super, wenn es mal einer reinschreiben könnte. Nächste Station. Humboldthain. Ja, erst und letzten Mal. Also anscheinend hatte ich recht, ja. Man will sie nicht verlängern. Okay, alles klar. Die HUs will man nicht nochmal machen, alles klar. Dann hat sich das erledigt. Ausstieg links. Ach, hat jetzt wieder die Tür nicht geöffnet oder was? Oh, nee, ey. Also der im Train Simulator hat er mir jetzt die Dings nicht gegeben, die Türfreigabe. Kann ich es noch nachträglich machen? Ja, kann ich noch. Okay, gut. Alles klar. Also dann, S26 nach Südkreuz, zurückbleiben bitte. Genau, Freunde, stimmt, heute ist ja der erste Advent, das habe ich schon wieder so verdrängt. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch alle einen wunderbaren ersten Advent hattet und euch einen schönen Kranz irgendwo in die Wohnung gestellt habt. Ich habe mir auch einen schönen mächtigen geholt. Wobei, sagen wir mal, es war noch eine kleine Stufe drunter, weil, den ich eigentlich wollte, der so ein bisschen größer war, ich habe mich umgedreht, dann drehe ich mich wieder hin und dann sehe ich genau in dem Moment, wo ich da drauf zulaufen wollte, war irgendwie so 5 Meter von dem weg, kommt so ein Verkaufsmitarbeiter und hat den einfach mitgenommen für jemand anderen und dann war das der letzte an dem Tag. Ja, und deswegen wurde es nur nochmal kleiner, weil ich unbedingt einen haben wollte und da habe ich mir gesagt, komm, aber der ist auch noch groß. Ich hoffe, ihr habt alle auch einen schönen. Und immer bitte aufpassen auf die Kerzen, wenn ihr aus der Wohnung, beziehungsweise einfach aus dem Zimmer schon rausgeht und ihr wisst, ihr werdet jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr zurückkehren, dann bitte die Kerzen ausmachen. Denn, nächste Station. Nordbahnhof. Ist ja eigentlich selbsterklärend, warum, aber ich möchte gerne auch noch in Zukunft mit euch hier ein paar Livestreams machen. Und möchte nicht, dass ihr irgendwie mal aus einer Zweitwohnung oder sowas mein Livestream genießen müsst. Sondern schön aus eurer eigenen. Schade, eigentlich sind die einzigen ICs mit echtem Komfort in der zweiten Klasse jedenfalls in ich meine zweite, 2 von 4 Zweiklassewagen verstehe. Ah, ja, ich glaube, zweite Klasse, das bin ich auch schon lange nicht mehr gefahren. Warum wohl? Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Ich war auch leider noch nie in einem Metropolitan-Wagen drin. Wäre ich mal zu gerne. Vielleicht finde ich noch mal einen Umlauf, wo ich mich mal reinschmuggel. Wenn der in Berlin gerade ist. Mal kurz die Wagen begutachte. Ausstieg links. S26 nach Südkreuz einsteigen, bitte. Ach, ich glaube, jetzt können wir mal hier die Nervensäge ausmachen. So. Ah, selbst an die Kabel haben sie gedacht. Ja, sehr gut. Denk dran, M zu drücken. Ja, ich glaube, ich habe es nicht mehr gemacht, ne? S26 nach Südkreuz, zurückbleiben bitte.
Hättest du Bock auf ein Köblitz-Takt-Szenario-Paket mit 13 Teilen, wäre alles in Regio vertreten von S-Bahn mit 420er, 430er, bei RB mit 650er, 648er, N-Wagen und REs mit 218, 111er und Twindex. Jo, gerne. Du kannst auch, wenn du möchtest, also da würde ich bestimmt mal den einen oder anderen Umlauf übernehmen. Auf jeden Fall. Du könntest auch zusätzlich, wenn du lustig bist, auch einen TTB, das ist der Steuerwagen mit einer 218 als Schublock reinsetzen in ein Szenario als Spielerzug, dass man dann in dem Steuerwagen vorausfährt. Das wäre auch natürlich eine coole Geschichte mit einer 218 hinten dran. Nächste Station. Oranienburger Straße. So. Ausstieg links. S26 nach Südkreuz einsteigen bitte. Am nächsten Sonntag geht es mit dem Mitabfahrtpunkt 7 Uhr IC 1052 nach Neukölln. Werde ich auch drinnen sitzen. Allgemein hat man in Berlin eigentlich nur noch am Wochenende Chance auf den Metropolitan. Ich habe den sogar letztens irgendwo hier rumfahren sehen in Berlin, aber ich weiß leider nicht mehr wo. Habe ich schon gerade überlegt, wo ich das war, aber ist nicht mehr zusammengereimt bekommen. Blöderweise. S26 nach Südkreuz, zurückbleiben bitte. Das Szenario-Paket ist fast fertig, ich warte nur noch auf ein versprochenes Repaint und zwei Teile fehlen noch. Sehr cool, na dann bin ich mal gespannt, sobald du es hochgeladen hast, dann geht's auch los, ey. Vielleicht kannst du ja noch so ein schönes 218er Schubblock-Szenario mit einbauen und dem TTB Dosto-Steuerwagen, wenn du noch dafür eine Reserve hast oder so. Oder so als Special Edition irgendwie. Ich liebe einfach die Fahrt im Nord-Süd-Tunnel in echt so wie im TS. Ja, du, das ist auch ein echt geiler Tunnel. Hatte er auch mal, glaube ich, bei der ersten Testfahrt hier drauf erwähnt, dass ich mal irgendwie so eine Erinnerung an die Kindheit finden hatte. Friedrichstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 5, 7, 9 zur U-Bahn-Linie 6 und zum Regionalverkehr. Fahrgäste nach Hauptbahnhof steigen bitte hier um. Passengers traveling to Hauptbahnhof, please change here. Genau, da hatte ich mal so eine Erinnerung, war ich auch noch, glaube ich, sehr klein. Bin ich mal durchgefahren durch den Tunnel und das hatte mir auch jemand in den Kommentaren sogar beantwortet. Und da dachte ich mir, ich hätte mir eingebildet irgendwie, dass ich irgendwo auf dem Weg gesehen hätte, dass, als ich so aus dem Fenster rausgeguckt hatte, im Tunnel drin, irgendwo zwischen zwei Bahnhöfen, Ausstieg links, dass irgendwie S-Bahnen so oben abgestellt wären. Also dass ich oben, so als ich aus dem Tunnel, also hier so quasi hier gesessen habe, irgendwie hier oder sowas, also irgendwo und rausgeguckt habe, so nach oben, dachte ich so, habe ich da gerade richtig gesehen? Im Tunnel, irgendwie so ganz oben, so 20 Meter hoch, zwei S-Bahnen abgestellt? Was ist das denn? Und tatsächlich war das eine Abstellung hier im Nord-Süd-Tunnel. Oder ist immer noch eine. Und deswegen war ich so auch ganz erfreut, als ich das dann hier auch, glaube ich, gesehen hatte. Wobei ich jetzt nicht mehr weiß, zwischen welchen zwei Stationen das war. S26 nach Südkreuz, zurückbleiben bitte. So, und jetzt zu dir, Wommi. Wie denn das mit dem TTB Dosto, oder meinst du die DR-Kiste, weil die aus den Szenariopaten doch gar nicht fahren? Nee, nicht die DR-Kiste. Die ganz normalen TTB Dosto Steuerwagen, die 767er, glaube ich, sind es, oder 766er. Aus München, Augsburg oder Berlin-Leipzig jeweils, das ist eigentlich relativ egal. Also für mich zumindest, ich habe beide. Da wurden die doch von Trainworks fahrbar gemacht.
kannst du ja mal eingeben, dann siehst du die. Welche ich meine, die ganz normalen, die sind fahrbar gemacht worden, schon vor 5 Jahren. 2015 schon. Nächste Station. Brandenburger Tor. Übergang zur U-Bahn-Linie 55. Nee, U-Bahn-Linie 5. Verehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, der Übergang zur U-Bahn-Linie 5 ist hier möglich. Ladies and gentlemen, please note that the connection train U5 will be reached here and not the U55. Ja, Wommi, die sind fahrbar. Die sind schon sehr lange fahrbar. Kannst du sogar mal gucken, einer meiner ersten Fahrten im Train Simulator war sogar mit einem fahrbaren TTB-Dosto-Steuerwagen. Also, der hat den Führerstand, glaube ich, von dem damaligen Metronom bekommen. Die sind nicht von TTB aus fahrbar, sondern die wurden von der Community von Trainworks fahrbar gemacht. Per Upgrade, aber per kostenlosen. Ausstieg links. Genau, Konsti, habe ich gerade gesagt, zur U5. Ist hier der Übergang, nicht zur U55. Das ist noch die alte Ansage, deswegen. S26, zurückbleiben bitte. Zu früh. Gucken, hat er das gemacht? Ne, jetzt. Und los geht's. Ups, jetzt habe ich gerade mein Chatfenster hier geschlossen. Das wollte ich zurückhaben. Warte mal, das müssen wir mal kurz wegmachen. Zack, so. Da, seht ihr? Da ist sie, die abgestellte S-Bahn, habt ihr sie gerade gesehen. Das, was es war, das genau, was ich meinte hier. Die Abstellung beim Potsdamer Platz. Die Erhöhung. Was sage ich zur 3G-Regel im öffentlichen Personennahverkehr? Ja. Warte. Erstmal kurz im Bahnhof Potsdamer Nächste Platz. Nächste Station. Potsdamer Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 2 und zum Regionalverkehr. Also, ja, im Endeffekt wichtig und richtig. Also, wenn man das Pandemiegeschehen, was ja im Moment anscheinend ziemlich stark ist, eindämmen möchte, dann muss man halt auch da gucken. Also, auch im ÖPNV, wo viele Menschen eben einfach auch zusammenkommen, das ist nun mal so. So. Ausstieg links. S26 nach Südkreuz einsteigen, bitte. Jetzt gucken wir mal, warum wir hier eigentlich gerade ein rotes Signal haben. Ist ein Zug vor uns? Ne, das ist jetzt einfach nur hier. Eine kleine Störung. Okay. S26 nach Südkreuz zurückbleiben, bitte. Jo, bis gleich, Wommi. Genau, eine Signalstörung, da hast du recht. Ah, 40, Jungs. Locker. Dass ich hier gleich auf die 50 hochgesprintet bin. So. Oh, mein rechter Fuß ist eingeschlafen. Ich spüre ihn gerade nicht, als ich da mit meinem anderen raufgegangen bin. Jetzt wird es gleich unangenehm kribbeln. Ist auch immer so asozial. Nächste Station. Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. Genau,
Ich glaube, hier ist ja dann die letzte Möglichkeit, ne, Trambusbahn. Dann verschwindet die S1 ja hier nach dem Bahnhof Richtung Südkreuz. Was ich gerade sagen wollte, war, dass sie dann immer so... dass das dann erstmal, wenn irgendein Gliedmaß einschläft oder sowas, dass dann, wenn man das dann bewegt, dann denkt man so, okay, jetzt kommt's wieder. Und wenn man dann so denkt, der ist wieder quasi nicht mehr eingeschlafen, dein Arm oder sowas, dann fängt er nochmal an, so richtig unangenehm zu kribbeln. Und es ist wirklich zum Kotzen, also... Ui. Ja, jetzt haben wir mal heute den gesamten Bahnsteigbereich ausgereizt hier, als ich erzählt habe von den Gliedmaßen. Ausstieg rechts. Ach, Mensch. Aber schaut mal, wir stehen, also die Fahrgäste stehen noch drin. Wenn wir jetzt hier rausgucken. Genau, die müssen jetzt nochmal kurz den Bauch wieder einziehen. Dann passt es auch. Einsteigen bitte. Bis dann, Gabrielka. Schönen Abend dir. Und eine gute Schicht. S26 nach Südkreuz. Zurückbleiben bitte. Ja. Das Türlicht hat gefehlt. Ehre. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier die Abgabelung sehen. Beziehungsweise den Abzweig richtig. So, also. Zwei abgestellte S-Bahnen. Es werde Licht. Bin ich mal gespannt. Okay. Also da links würde es dann weggehen. Verstehe. Der geht dann jetzt, glaube ich, hier nach oben, ne, der Kollege? Genau, das ist Gleis nach oben. Nächste Station. Richtung Schöneberg. Yorkstraße. Übergang zur U-Bahn-Linie 7. Ach, Adriano, mein Bester, jetzt bist du jetzt zum Ende hingekommen. Da geht's Richtung Schöneberg, genau. Die letzten Minuten. Guten Abend dir. Nächste Station. Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, 45, 46 und Regional- und Fernverkehr. Übergang zur U-Bahn-Linie 7 und Messe Nord, ICC, steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport and Messe Nord, ICC, please change here. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention please. We are now approaching the Ach Mann, warum hat es denn jetzt schon wieder hier? All passengers are requested to leave the train. Jetzt hat er die Messe. Ach, wie heißt er nochmal? Die Südkreuz-Ansage hat er jetzt schon zu früh gemacht, der Penner, und hat jetzt auch schon auf Leerschild gestellt. Ach Mann. Naja, egal. Dann bügeln wir das nochmal gerade, wobei müssen wir jetzt nicht mehr. Ausstieg. Links. Erstmal die Tür öffnen. Tom Fresco. Ah, hi, bin auch gerade erst gekommen. Mensch, Tom. Mein Bester. Ja, schaut mal da, schöner IC4. Wie er sich da durchballert. So. Schade, dass ihr beiden erst zum Ende gekommen seid. Aber irgendwie dezent zu spät. Ja, wieder 2 Minuten. Also wir waren zwischenzeitlich mal wieder anscheinend pünktlich und dann... Wieder Katastrophe, aber ja, ist ja auch egal. Falls die Ansage, bitte zurückschalten. Ja, der Bug wurde immer noch nicht behoben. Okay, ist ein Bug, alles klar. Gut, haben wir schon gemacht. Intuitiv ist schon zurückgeschaltet worden und hat er sogar noch Yorkstraße angesagt. Jetzt gucken wir nochmal schnell, ob wir auch rüber dürfen. Nicht, dass wir einem Kollegen irgendwie auffahren. Ja, es sieht gut aus, oder? Gut.
dann würde ich mal sagen, die Türen schon zu? Nee. Ja, okay. Ich dachte schon, die wären zu gewesen. Ups. Gehen wir nochmal heute hier während der Fahrt auch richtig in die Passenger View. Ai-Fei, moin. Ich glaube, wir müssen ja gleich das Gleis einmal wechseln, ne? In 200 Metern sollte ein Signal sein. Ich glaube, das ist dann nach der Kurve. Und das ist einfach rot. Okay. Ich dachte gerade schon. Hört sich ab hier. Die wurden auch nicht angekündigt. Eigentlich hätten wir jetzt auch nicht so schnell rüber gedurft, aber anscheinend buggt das jetzt hier irgendwie gerade rum. Schaut mal hier hinten. Habe ich schon das Rollo runtergemacht. Wusste ich's. Kaum gehe ich da rein, kommt die SIFA. Mann. Blöde Außenansicht. Gut, meine Lieben. Dann würde ich mal an der Stelle sagen. Nächste Station. Genau. Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41. 42, 45, 46 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld und Messe Nord, ICC, steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport and Messe Nord, ICC, please change here. Jetzt, genau. Endstation, bitte alle aussteigen. Attention please, we are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Machen wir hier das Fenster auf und dann gleiten wir so richtig smooth in den Bahnhof rein. Ich hätte den Szenario-Vorschlag für dein nächstes Video. Auch du, ich habe etliche, die nächsten, aber hau raus, gerne. Da kommen noch ein paar Fahrten vor und um Weihnachten auf jeden Fall. Ups. Ach man. Oh, jetzt müssen wir gut bremsen. Jetzt kriegen wir ein kleines Problem. Das war mir jetzt eine Herzensangelegenheit, dass wir das mal kurz so machen. Jetzt hören wir auch irgendwie gar keine Sounds mehr, okay. Stopp. So, angekommen. Gut, bevor ich jetzt die Türen freigebe, will ich jetzt nochmal kurz eine Sache machen. Und zwar... Ja, die Fahrgäste sind, glaube ich, schon aggressiv, dass ich nicht die Tür aufmache. So, 0. Und den auch auf 0. Federspeicherbremse rein. Gut, den können wir ausmachen, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt meinte Trambusbahn, ich kann hier irgendwie auf den Ring. Du siehst es. Es geht nicht. Mann, warum geht denn das nicht? Ich wollte den blöden Schlüssel jetzt endlich mal hier ran machen, ey. Ihr hört es klicken, oder? Ah, Moment. Ach, egal. So, jetzt aber die Fahrgäste warten. Ausstieg rechts. Verehrte Fahrgäste, diese Zugfahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ein Kollege wird diesen Zug wieder als S26 nach Waldmannslust in 15 Minuten circa übernehmen. Ich wünsche Ihnen nun einen angenehmen Abend und einen angenehmen Feierabend. Ladies and Gentlemen, this train terminates here. I wish you a nice evening and yeah, have a great day.
and thanks for choosing Berliner S-Bahn today. This train will drive as S26 back to Waldmannslust in 15 minutes. Done by a colleague. So, goodbye. Ein letztes Mal den Zug in die Abstellung fahren. Okay, das müssen wir mal schnell korrigieren und Führerstand natürlich wechseln. Ladies and gentlemen, I have to give you a new information. This train will not drive back as S26 to Waldmannslust. This train terminates here and will be shut down. So please leave this train full and don't board again. Verehrte Fahrgäste, ich muss korrigieren. Diese Zugfahrt endet hier komplett. Dieser Zug wird in die Abstellung gebracht. Bitte steigen Sie nicht mehr ein, denn ansonsten müssten Sie von der Bundespolizei aus der Abstellung wieder rausgeholt werden. Bitte alle aussteigen und nicht mehr einsteigen. Vielen Dank. So, also. Erst Schlüssel drehen. Ja, habe ich doch gemacht. Guck. Ich habe ihn doch gedreht. Mann, dass dieser Penner nicht raus will. Das gibt's doch nicht, ey. Egal. So. Das runter. Zack. Und dann würde ich mal sagen, machen wir die Türen zu. Fahrgastraumbeleuchtung nehme ich auch gleich aus. Zack, damit auch keiner mehr auf die Idee kommt, einzusteigen. Dann nehmen wir unseren Rucksack und machen die hier zu. Und ich glaube, jetzt war das die Taste, war. Mal gucken, ob es richtig ist. Nein, war es nicht. Nochmal. Zurück. Die hier. So. Ne, auch nicht. Machen wir so. Okay. Haben wir unsere Ausfahrt schon? Ja, ich glaube ja. Ne? Ich erkenne es gerade nicht genau. Habe ich alles noch drin? Wieder Speicher ist aus. Ja, was war das da? Okay. Ja, bei dir funktioniert es ja, ich weiß, meine 481 ist irgendwie ein bisschen kaputt. Die will nicht so ganz. Ach, was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich das, ich wollte das Ding gerade wegdrücken und dann sind wir auf einmal raus. Ach Mann. Oh, das ist asozial, wirklich. Ja, okay. Hatte den Trigger zu früh gesetzt. Oh, Freunde. Das war eine schöne Fahrt. Ich glaube nicht, dass ich die aktuellste Version habe. Muss ich dann, glaube ich, nochmal checken und gleich updaten. Auf jeden Fall. Nee, meine Süßen. Aber ansonsten, ihr könnt euch diese Fahrt natürlich sehr gerne nochmal im Nachhinein anschauen. Die wird nämlich dann selbstverständlich zur Verfügung stehen zum Anschauen. Jetzt gucke ich gerade mal selber rein. Das Bild sieht sehr gut aus. Schön flüssig, schön alles, alles tutti. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Fahrt wieder. Ich bedanke mich sehr, dass ihr heute mit dabei wart. Und ansonsten, diese Fahrt geht auch direkt online. Also direkt danach könnt ihr euch noch 10-mal angucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auch schon wieder bei der nächsten Fahrt. Morgen gibt es eine Vorstellung von einem Repaint aus dem Train Sim World. Und Tom Fresco, wenn du mich hörst, ich bin gespannt auf deine nächsten Train Sim World Szenarien. Ich weiß, jetzt glaube ich, die letzten Wochen hattest du nicht so viel Zeit. Ich weiß auch nicht, ob dir vielleicht die Lust vergangen ist, für das Core-Update die Szenarien zu bauen. Aber wenn du vielleicht Zeit hast und Lust und sagst, oh, da ist noch ein bisschen was, was ich bauen kann. Ich würde mich sehr freuen. Genau. Ansonsten bedanke ich mich sehr, dass ihr mit dabei wart. War mir wirklich eine große Ehre. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt das vielleicht jetzt nur am Ende sage, aber es ist immer wieder cool mit euch. Bleibt schön gesund und die nächsten Tage werdet ihr auf jeden Fall einiges zu sehen haben, meine Lieben. Und Adriano,
dein Vorschlag ist notiert. Aber er wird irgendwann im Laufe Dezember, das, nochmal, wird irgendwann im Laufe des Dezembers kommen. Also höchstwahrscheinlich um die Weihnachtszeit herum, wahrscheinlich davor. Aber es wird kommen. Genau. Und Wommi, sobald du das dann hochgeladen hast, werde ich es ja im Resim-Forum sehen. Genau. Und dann würde ich an der Stelle sagen, schönen Abend euch. Und liebe Grüße an jeden Ort, wo ihr gerade seid. Genau. Vielen Dank fürs Mitfahren heute. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Und ciao.